Episode 196. Heute geht es um die Breakout-Räume. Und zwar habe ich mir überlegt, von A wie Anlegen über E wie Einstellungen hin zu Zoom News. Los geht's nach dem Intro. Fangen wir mal ganz vorne an mit dem Breakout-Raum. Und zwar habe ich die Woche einen Anruf bekommen von einer Kundin. Und die sagte zu mir, Mareike, ich habe jetzt den Pro-Account. Und sage mal, wenn ich bei Zoom Breakout-Räume anlegen muss, muss ich die separat kaufen? Und im ersten Moment dachte ich, hä? Und dann fiel mir ein, ja klar, sie hat vorher noch nicht mit Zoom gearbeitet gehabt. Und deswegen sage ich das jetzt auch dir hier und im Video zeige ich das Ganze dann auch, wo du das Ganze findest. Ganz einfach vorweg gesagt, nein, du musst nicht die Zoom-Breakout-Räume dazu kaufen. Die sind schon mit drin. Wenn du sie nicht drin hast, dann kann es sein, dass sie noch nicht aktiviert sind. Und nein, es ist auch nicht Zoom-Rooms. Zoom-Rooms ist gedacht für Unternehmen, die Konferenzräume haben und darüber Zoom nutzen möchten oder für Hotels, die Zoom anbieten möchten. Da ist das geeignet. Die haben ein ganz anderes technisches Equipment und das erfordert diese Zoom-Rooms auch. Die Breakout-Räume brauchst du nicht separat dazu kaufen. Wie gesagt, es kann nur sein, dass sie in den Einstellungen noch nicht freigegeben sind. Und damit du weißt, wo du die Einstellungen findest, nehme ich dich einmal, lieber Podcasthörer, mit auf meinen Rechner. Und zwar ist es so, dass du, wenn du zoom.os öffnest, dann gehst du auf /Profile/Settings oder gehst einfach von persönlich dann runter in die Einstellungen. Und dann kommen erst die Meeting-Einstellungen, Aufzeichnungseinstellungen, Audiokonferenz, Geräte zur Zusammenarbeit. Zoom-Apps interessiert uns nicht, uns interessiert nur Meeting. Und da interessiert uns dann in Meeting erweitert. Zuerst kommt Sicherheit, Besprechung, Plan im Meeting, Grundlagen. Und in Meeting erweitert findest du dann den Punkt Breakout-Räume. Und dieser Punkt Breakout-Räume sollte normalerweise angeklickt sein. Und dann ist das Feld blau. Also der Hebel sollte von links nach rechts gelegt sein und dann ist es blau. Ansonsten ist er nämlich grau. So, und hier solltest du auf jeden Fall den Hebel umgelegt haben. Und dann findest du auch in deinem Zoom-Meeting zukünftig die Breakout-Sessions. Solltest du die nicht auf der Meeting-Kontrollleiste angezeigt bekommen, dann verzweifle bitte nicht, sondern guck mal unter deinem Punkt Mehr, ob du sie dann findest. Manchmal, je nachdem, was für eine Einstellung du gerade an deinem Rechner eingestellt hast, kannst du sie dort finden. Bei der Meeting-Anlage sage ich gleich nochmal was zu. Aber wir gehen jetzt erstmal Schritt für Schritt vor. Also du hast da die Breakout-Räume, die hast du jetzt angelegt, den Hebel. Und dann kannst du noch sagen, du kannst den Teilnehmern die Auswahl, bitte jetzt nicht wundern, oder bei der Planung den Pausenräumen zuordnen. Pausenräume ist hier an dieser Stelle ein völlig verqueres Wort, denn eigentlich müsste da stehen entweder Gruppenräume oder Breakout-Sessions. Man hat es aber versucht zu übersetzen und kein Mensch würde sagen, den Pausenräumen, also Gruppenräumen zugeordnet. Und darunter hast du noch den Punkt, dass du sagen kannst, okay, ich möchte eine Mitteilung an meine Teilnehmenden machen und das bedeutet, dass du deinen Bildschirm aus der Hauptsession heraus in die Breakout-Sessions freigeben kannst und dann sieht jeder deinen Bildschirm. Dazu, das ist eine kleine Besonderheit, dazu sage ich gleich nochmal was. Da kannst du dir halt überlegen, möchte ich schon bei dem Anlegen des Meetings da die Teilnehmenden zusortieren oder halt möchte ich auch Mitteilungen in die Gruppenräume teilen
mitteilen. Sprich also hier eine PowerPoint teilen oder eine PDF teilen oder ein Video teilen, damit die dann darüber sprechen können. Und dann bist du in deinem Meeting und siehst unten den Punkt Breakout Sessions. Dafür teile ich jetzt hier nochmal mein Bildschirm. Das ist gekennzeichnet durch vier kleine Quadrate. Ich nehme dich jetzt einmal mit auf meinen Bildschirm. Und dann klickst du hier die Breakout Sessions an. Und hier kommt jetzt der erste Punkt. Du kannst jetzt hier schon mal entscheiden, möchtest du die Konferenzräume, er sagt, möchtest du Konferenzräume herstellen? Ihr sagt auch wiederherstellen, also möchtest du Konferenzräume einrichten? Sprich Gruppenräume, Breakout Sessions, nenn es, wie du es möchtest. Dann kannst du sagen, automatisch zuweisen. Das bedeutet immer, Zoom weist automatisch die Teilnehmenden hier den Gruppenräumen zu. Außerdem zeigt dir Zoom auch an, du hast so und so viele Gruppenräume eingerichtet, also hast du so und so viele Teilnehmer in einem Raum. Das zeigen die dir auch an. Du kannst 50 Gruppenräume anlegen, danach ist Schluss. Und das Gleiche gilt auch, wenn du größere Gruppen hast. Also du kannst ja bis zu 1000 Teilnehmenden in einem Meeting einladen. Das würde bedeuten, dass du 200 in einem Gruppenraum hast. Ob das noch sinnvoll ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber du hast prinzipiell erstmal die Möglichkeit. Du kannst auch die Teilnehmenden manuell zuweisen. Das mache ich immer dann, wenn ich zum Beispiel größere Events begleite und vorab eine Excel-Liste oder eine Liste bekomme, wo drin steht, Klaus soll in Raum 1, Peter soll in Raum 2, der Moderator soll auch in Raum 1, der Moderator soll in Raum 2. Und dann suche ich mir diese Namen aus der Liste raus und weise die gleich den ganzen Räumen zu. Und dann gehe ich nochmal die Liste durch und sehe dann, ob das passt. Das ist dann so der Wunsch der Kunden und dem komme ich dann hier nach an dieser Stelle. Oder aber ich weiß, dass ich nehme jetzt wieder Klaus und Peter. Klaus und Peter haben schon miteinander gearbeitet in der Session davor. Ich möchte sie jetzt auch mal trennen. Dann schicke ich den Klaus vielleicht in einen anderen Gruppenraum und der Peter kommt dann auch, kriegt dann auch einen neuen Sparringspartner zugewiesen. Den Meeting-Teilnehmern die Auswahl eines Raumes gestatten. Kleinen Moment. Entschuldigung. Das bedeutet, dass die Teilnehmenden selber, wenn du das machst, unten in ihrem Zoom-Fenster, dann, wenn du das gesagt hast, erstellen, dann auch hier eine Auswahl für sich treffen können. Aber Achtung, Teilnehmende, die sich den Zoom-Client nicht heruntergeladen haben, weil sie es vielleicht aus IT-Gründen nicht dürfen oder vielleicht nicht konnten. Bei denen ist das so, die werden ja dann gefragt, möchtest du, wenn du das so eingestellt hast, über den Browser teilnehmen? Und dann klappt das nicht. Die können sich nicht selber einen Gruppenraum zuweisen. Telefonteilnehmer klappt auch nicht. Die können sich auch nicht selber einen Gruppenraum zuweisen. Und du hast noch die Besonderheit, dass es manchmal auch nicht bei Tablet-Usern funktioniert, aber bei den meisten Tablets funktioniert jetzt und es funktioniert auch nicht bei Teilnehmenden, die ganz alte Versionen haben. Ja, es geht dann auch immer noch Rechner rum mit ganz alten Zoom-Versionen. Also die können sich auch nicht einen Gruppenraum selber zusortieren. Also von daher, dann mache ich das so, dass ich die dann in die Gruppenräume eintrage. Und du sagst dann halt erstellen. In dem Fall sage ich jetzt hier, ich brauche für diese Session 6 Gruppenräume, das weiß ich. Das kann ich. Ich mache das meistens, wenn ich das Meeting eröffnet habe. Ich weiß ja, wie viele Teilnehmer ungefähr kommen und dann erstelle ich gleich die Gruppenräume. Zusortieren kann ich allerdings erst, wenn die Teilnehmenden in dem Raum eingetreten sind, also in den Zoom-Raum sind. Anders geht das nicht. Also vorher kann ich nicht die Teilnehmenden schon zuweisen, es sei denn, ich würde die E-Mail-Adressen im Vorfeld eintragen und da bin ich kein Freund von. Deswegen mache ich das nicht. Also ich erstelle das dann immer on demand im Meeting selber. Weil es kann auch immer noch Änderungen kommen, auch bei großen Events, die ich begleite, passieren schon mal ganz viele Änderungen, weil plötzlich, ach ja,
der ist gar nicht da oder der Moderator ist plötzlich ausgefallen. Und dann werden die Gruppen dementsprechend neu eingeteilt. Und damit ich viel flexibel bin und mein Auftraggeber möglichst flexibel sein kann, mache ich es so, dass ich also wirklich sage, okay, hier an dieser Stelle ist es so, dass ich das im Meeting selber mache. Kurz vorher oder halt, wenn ich gesagt kriege, so, jetzt bitte die Gruppenräume erstellen. Das machst du aber nicht mehr mit großen Gruppen, sondern das machst du eher mit kleineren Gruppen. Alles andere sollte vor allem im Vorfeld geklärt sein. Dann kannst du hier die Gruppenräume umbenennen. Umbenennen kannst du immer über den Punkt umbenennen. Also da stehen jetzt die Gruppenräume, erstellt habe ich sie. Und dann steht jetzt hier Raum 1 und ich kann den zum Beispiel umbenennen. Und manchmal ist das sehr sinnvoll, dass die umbenannt werden. Zum Beispiel bei Barcamps oder dass sie bei Events umbenannt werden. Und hier kannst du sie dann umbenennen unter dem Stift. Da steht umbenennen. Einfach draufklicken und dann kannst du sie umbenennen. Du kannst da auch einen Raum löschen oder eine Zuordnung vornehmen. Und dann kommt alle Teilnehmer, wurden Konferenzräumen zugeordnet. Ich bin jetzt hier alleine im Meeting, deswegen ist das jetzt hier an der Stelle ein bisschen witzlos. Und du kannst unten, in der Mitte befindet sich auch immer noch ein Button, der heißt Räume hinzufügen. Und dann kannst du hier noch Räume hinzufügen oder halt auch wieder Räume löschen. Du kannst auch sagen, ich möchte es erneut erstellen. Mit dieser Funktionsweise solltest du jedoch ein bisschen vorsichtig sein, denn je nachdem, ich habe das letztens in einem größeren Meeting gehabt. Wir waren mit 91 Teilnehmern im Meeting. Da ist es dann so gewesen, dass es zwei Co-Hosts gab und der eine Co-Host hat nicht mitgekriegt, dass ich schon die Räume eingerichtet hatte. Und damit haben wir uns dann beide blockiert und dann musste der Host erstmal alle Räume wieder löschen und dann hat es erst wieder neu funktioniert. Also von daher sollte es eine ordentliche Absprache geben und einer richtet die Räume ein, nicht zwei. Einer. Und bei dem einen bleibt es. Weil ansonsten entsteht ein Kuddelmuddel und ein Mischmasch und das ist nicht gut. Und dann könntest du hier erneut erstellen sagen und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Ich brauche keine 6 Räume, sondern ich brauche so und so viele Räume und automatisch zuweisen. Und dann ist auch gut. Dann hast du ein Zahnrädchen, das befindet sich unten links in der Ecke. Wenn du da draufklickst, dann kannst du sagen, Meeting-Teilnehmern die Auswahl eines Raums gestatten. Das kannst du also da immer noch machen, wenn du in einem Meeting drin bist. Und die Teilnehmenden dann, du hast die Räume angelegt und plötzlich stellst du fest, ach nee, wir machen ja jetzt einen offenen Teil. Ich weiß nicht, weil du zum Beispiel ein Gespräch am Lagerfeuer führen möchtest oder den Teilnehmern einfach noch die Möglichkeit geben willst, hey, du kannst in die Cafeteria gehen, du kannst hier hingehen, du kannst da hingehen und so ein bisschen Seitengespräche führen. Dann kannst du hier den Teilnehmern die Auswahl eines Raums gestatten. Wie gesagt, du musst halt nur gucken, dass die vom Browser dabei sind, dass das nicht funktioniert. Dann Teilnehmern erlauben, jederzeit zur Hauptsitzung zurückzukehren. Ich finde es einfach schöner. Das ist aber Geschmackssache. Ich möchte keinen in einem Breakout-Raum verhaften, der dann so lange darin warten muss, bis die Zeit abgelaufen ist und ich ihn dann zurückhole. Deswegen gebe ich immer die Möglichkeit, du kannst auch wieder zurückkommen. Dann alle zugewiesenen Teilnehmer werden automatisch in die Konferenzräume verschoben, weil ansonsten kriegen die Nachricht, hier tritt bitte selber bei. Und deswegen verschiebe ich die immer automatisch, weil das meistens am unkompliziertesten ist. Du kannst sagen, automatische Schließen der Konferenzräume nach so und so 4 Minuten. Dann, wenn du das anklickst, empfehle ich immer nochmal zu sagen, mich benachrichtigen, wenn die Zeit abläuft. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, kriege ich eine Nachricht und dann sagt er halt, okay, pass auf, die 15, 30, 45 Minuten sind jetzt um. Soll ich schließen oder willst du sie offen lassen? Sagst du hier offen lassen, ist es nicht so, dass die Zeit automatisch weiterläuft, sondern du musst dann die Zeit im Blick behalten. Das ist ganz wichtig, weil das wissen viele nicht. Und dann gibt es noch den Countdown nach dem Schließen der Breakout-Räume, dass du dann sagst, 10, 15, 30, 60 und 120 Minuten. Ich habe es aber genauso jetzt erlebt. Ich habe extra in einem Meeting, was ich begleitet habe, 120 Minuten eingetragen. Und dann kriegte ich gesagt, oh, du holst uns immer so abrupt hier raus. Und ich hatte schon vorher eine Nachricht in den Chat geschrieben. Und kannst du da nicht rechtzeitig eine Nachricht machen? Und dann habe ich das auf die Spitze getrieben
und habe beim nächsten Mal dann gesagt, okay, noch 5 Minuten. Und dann habe ich geschrieben, okay, ich hole euch jetzt zurück. Dann kriegte ich wieder gesagt, nee, sorry, du holst uns wirklich immer so abrupt raus. Ich habe die Nachricht nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, weil es waren an dem Abend 3 Breakout-Sessions geplant. Jetzt mache ich mir einen Scherz daraus und habe dann gesagt, so, noch 5 Minuten. Noch 4 Minuten. 3 Minuten. 2 Minuten. 1 Minute. Auf die Plätze. Fertig. Los, ich hole euch zurück. Und damit konnte dann die Teilnehmende etwas anfangen mit dem, oh, ich komme jetzt raus, hat sie nicht was mit anfangen können, aber ich habe es jetzt so woanders erlebt und da ist das die Wahrnehmung dann dieselbe gewesen, also das lag jetzt nicht an mir, sondern einfach, weil sie vielleicht ein anderes Zeitgefühl hat als ich. Egal, auf jeden Fall, damit musst du dann auch umgehen, dass die Teilnehmer dann sagen, boah, du hast mich abrupt aus dem Gespräch rausgerissen oder sonst was. Wir können nicht in die Gruppenräume ein Ohr hineinwerfen und erstmal gucken, sind die jetzt fertig, sind die noch nicht fertig. Sie können aus den Gruppenräumen auch nicht uns in den Chat eine Nachricht stellen, weil der Chat ist ein separater Chat innerhalb der Gruppenräume. Das ist quasi wie ein Meeting in einem Meeting. Der Gruppenraum ist also quasi ein Parallelmeeting, was innerhalb eines Meetings stattfindet. Und alles, was innerhalb dieses Meetings in dem Gruppenraum stattfindet, kriegst du in der Hauptsession nicht mit. Es sei denn, es wird um Hilfe gebeten und die Hand gehoben, beziehungsweise das Fragezeichen. Und dann wirst du als Host dazu geholt. Ich platze aber auch ungern einfach irgendwo rein, um mal so ein... Ich weiß, es gibt Kollegen und Kolleginnen, die das gerne machen, die dann mal so bei Gruppenarbeiten die Tür leise aufgemacht haben, sich in die Ecke gestellt haben und dann so, ich guck mal, aber ich sag nichts, vielleicht nehmen sie mich wahr. Manchmal wird man dann nicht so wahrgenommen. Und dann schleiche ich mich wieder raus. Das ist nicht meine Art. Entweder kündige ich es vorher an. Ich gehe gleich in die Gruppenräume rum und ihr könnt mich auch gerne rufen. Ihr seht mich auch. Ich habe das Bild eingeschaltet. Ich bin also immer mit Bild dabei. Ich bin mit Ton dabei. Bitte nicht erschrecken. Und das ist alles Geschmackssache. Für mich ist es eine Wertschätzung den Teilnehmenden gegenüber, dass ich auch sage, hallo, hier bin ich. Habt ihr eine Frage oder ist alles klar? Und dann gehe ich einfach weiter. Das ist jedem selbst überlassen. Da mache ich auch, ich kann ja hier nur mein subjektives Wahrnehmen oder Empfindung beschreiben. Und ich kenne viele, die machen es ähnlich. Ich kenne aber auch einige, die machen es anders. Also von daher, guck, was zu dir am besten passt und womit du dich wohlfühlst. So, und dann hast du jetzt die Gruppenräume gesagt, 60 Sekunden Timer. Und dann sagst du auf den blauen Platten, beginnen immer alle Meetings. Und du siehst dann auch die Anzahl und wenn man auf die Räume klickt, dann kannst du auch sehen, welche Namen drin sind, wenn dann jetzt hier mehrere Teilnehmenden sind. Und dann werde ich immer gefragt, Mareike, aber ich komme ja als Host oder Co-Host, komme ich ja gar nicht in die Breakout-Räume rein. Doch, kommst du. Und zwar gehst du dann auf die Breakout-Räume, das ist egal, ob das der Host macht oder der Co-Host, du gehst da drauf. Und dann kannst du, da ist dann ein blauer Button, der heißt Teilnehmen. Und da kannst du dann draufklicken und dann öffnet sich ein Fenster und da steht dann Raum betreten, ja, nein. Bei blau betrittst du den Raum und bei dem nicht blau hinterlegten, das ist schwarz hinterlegt, da betrittst du den Raum halt einfach nicht. Und dann startest du die Session, also besser gesagt, die sind ja dann am Starten. Und du kannst dann unten in der Mitte eine Nachricht an alle senden. Und dann kannst du zum Beispiel schreiben, ihr habt noch 5 Minuten als Nachricht. Das mache ich schon sehr gerne, damit man auch so ein bisschen Orientierung hat als Teilnehmer. Und dann kriegen die oben ganz kurz angezeigt in ihrem Fenster, wenn sie denn dann im Zoom sind und nicht irgendwo auf, ich sage jetzt mal, Kollaborationstools unterwegs sind. Dann kriegen sie oben angezeigt, hey, noch 5 Minuten. Könnte man das etwas besser machen? An der Stelle glaube ich nein. Vielleicht wäre es noch schön, so eine kleine, wie so eine Durchsage. Achtung, Achtung, du hast jetzt noch genau 5 Minuten. Noch 2 Minuten. Ich schließe die Breakout-Räume. Könnte man machen. Ob das jetzt allerdings zielführend ist, weiß ich jetzt nicht so genau.
denn dann müsstest du so eine Audionachricht komplett über alle Breakout-Räume laufen lassen. Und wenn die gerade vertieft im Gespräch sind, kriegen die das auch manchmal nicht mit. Oder die sind auf dem Kollaborationstool im Browserfenster unterwegs, dann kriegen die das auch nicht so wirklich mit. Und zu sagen, hey, aber ich habe ja die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen. Ja, das funktioniert. Aber, ich stoppe mal meine Bildschirmteilung hier an der Stelle. Aber wenn die auf einem anderen, also auf dem Browser unterwegs sind, kriegen die das ja auch nicht mit. Weil die sehen ja dann das Zoom-Fenster nicht. Ich habe es heute erst wieder gehabt bei einer Technik-Sprechstunde, dass es dann hieß, ja, aber dann mein Fenster ist weg. Ja, das war weg, weil sie da halt an der Stelle, dass beim Windows-Rechner sich das Zoom-Fenster geschlossen hat und der Browser-Fenster sich davor geschoben hat. Da kannst du dann mit dem Windows- und der Tabulatoren-Taste immer hin und her springen zwischen den Programmen. Wenn du das nicht findest, dann musst du den Teilnehmern sagen, klick bitte unten auf das blaue Icon und dann kommst du wieder zurück zu dem Zoom. Das sind aber so Sachen, die entwickeln sich im Laufe der Zeit und dann kannst du auch die Fragen alle ganz gut beantworten und deinen Teilnehmenden immer besser helfen. Und mit den Breakout-Räumen würde ich immer mit mir selber erstmal anfangen. Ich würde üben. Wie sieht das aus? Ich würde mit einem zweiten Gerät reingehen, sei es jetzt ein Smartphone oder ein Tablet oder sonst was oder den Rechner des Partners klauen oder irgendwas, eine Freundin bitten, mit reinzugehen. Einfach, um auch so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, wie sieht denn das aus, wie nimmt denn der andere das wahr? Es gibt Menschen, die finden diesen Übergang zwischen, oh, ich werde jetzt verschoben in den zweiten, also in den anderen Breakout, also einen Breakout-Raum oder in ein anderes Meeting ja im Prinzip, empfinden die als manchmal unangenehm. Der Nächste findet das ganz lustig. Ich sage immer, pass auf, ich lasse dich jetzt mal kurz rüberfliegen oder ich beam dich in den anderen Raum, halte dich gut fest auf 3, 2, 1 und du bist rüber. Das kommt immer ganz drauf an, auf die Situation, die hier gerade herrscht. Ich finde es aber nicht so schön, den Bildschirm zu teilen, weil wie gesagt, es sieht vielleicht nicht jeder. Und wenn die dann gerade eine Whiteboard teilen, und momentan ist das ja mit der Whiteboard noch so, dass das noch nicht die neue Whiteboard ist, dann ist die alte Whiteboard weg. Und dann bist du als Host quasi über die Whiteboard drüber gegangen. Und wenn die nicht gespeichert haben, du denen nicht sagen konntest, bitte speichert die Inhalte, dann sind die weg. Das finde ich sehr schade, das muss ja nicht sein. Was bei mir jetzt noch nicht so ganz funktioniert, was aber angekündigt war für den 24. Januar, war, dass wenn ich die Breakout-Räume gestartet habe, dass ich dann noch, selbst wenn sie gestartet sind, dann noch einen Raum hinzufügen kann oder einen Raum löschen kann. Ich fände das total toll. Aber leider ist das noch nicht da und umbenennen wir auch noch drin. Also das ist noch nicht da. Ich hoffe, dass das mit dem nächsten Update jetzt von Zoom dann auch gelöst wird. Und jetzt würde mich mal einfach interessieren, ja, was machst du mit den Gruppenräumen? Nutzt du sie? Brauchst du sie überhaupt? Findest du sie gut? Würdest du dir mehr Gruppenräume wünschen? Oder sagst du, nee, aber die Variante, wo du gesagt hast, Achtung, Achtung, ich schließe gleich die Gruppenräume. Das war ganz nett, also so wie so eine Audio-Durchsage, weil die visuelle Nachricht alleine wird ja nicht immer gesehen. Und bei manchen Teilnehmern ist das auch so, du schließt gerade die Gruppenräume und dann hast du, je nachdem, wie viel Zeit du eingestellt hast, haben die ja noch ein bisschen Zeit. Und dann ist dann ein Pop-up-Fenster, das macht sich auf und sagt dann so, gleich kommst du wieder zurück in den Hauptraum und die klicken sofort drauf und verschwinden dann plötzlich im Satz, weil sie einfach nur das Fenster wegklicken wollten und aus Versehen drauf geklickt haben. Und dann sind die plötzlich in der Hauptsession und haben gesagt, ich würde mal gerne noch den einen Satz zu Ende reden. Wie empfindest du das? Richtest du eigentlich eine Zeit ein? Nutzt du das gar nicht? Sagst, brauchst du gar nicht? Ja, was würdest du dir von Zoom wünschen für die Breakout-Sessions? Was könnten sie vielleicht aus deiner Sicht noch besser machen? Wo würdest du ein besseres Look and Feel-Gefühl bekommen? Und ja, wie nutzt du sie einfach? Also ich nutze sie sehr gerne, ich nutze sie sehr oft. Ich nutze sie für Murmelgruppen, ich nutze sie für große Gruppen, die dann immer kleiner werden. Also besser gesagt, wo die Räumlichkeiten dann immer kleiner werden, weil zuerst der Austausch in Zweier-Setting ist, dann vielleicht in einem Vierer-Setting, dann in einem Sechser-Setting und dann halt in der großen Gruppe. Oder wie handhabst du sowas? Also ich liebe die Gruppenräume,
Ich finde sie total toll. Ich freue mich auch über das Update, wenn es denn dann auch bei mir funktioniert. Vielleicht sagst du auch, Mareike, ich habe da gar keine Schwierigkeiten mit. Vielleicht liegt es wieder an meinem M1, I don't know. Also, meine Klientin war danach auf jeden Fall sehr glücklich. Ich hatte ihr die Sprachnachricht halt geschickt. Und sie hat dann von mir auch noch einen Screenshot bekommen, wo sie die Einstellung findet. Und war dann super happy und hat dann gesagt, juhu, ich brauche nichts extra kaufen. Jetzt habe ich sie auch endlich. Und das hat mich halt animiert, hier auch nochmal darüber zu sprechen. Denn ich weiß nicht, bist du noch am Anfang gerade? Oder bist du schon lang erfahrener Hase bei Zoom? Aber vielleicht war jetzt hier auch noch etwas für dich, wenn du lang erfahrener Hase bist, dabei, wo du sagst, hey, cooler Tipp von dir, den nehme ich gerne mit. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich wünsche dir einen ganz tollen Start in die Woche. Bleib gesund und ich sage einfach, bis bald, deine Mareike.